Charlie Mangos 6 Prinzipien für den Vermögensaufbau im Jahr 2023. Wer möchte nicht gerne Geld haben? Um ehrlich zu sein, schätzt die Gesellschaft diejenigen, die Geld haben, mehr als diejenigen, die es nicht haben. Viele Menschen wollen modisch auf dem Laufenden bleiben, die neuesten Gadgets kaufen und teure Uhren besitzen. Das ist alles schön und gut, aber viele Menschen wissen nicht oder wollen nicht wissen, wie sie ihr vorhandenes Geld in Wohlstand umwandeln können. Wenn du wissen möchtest, wie man Vermögen aufbaut, schau dir dieses Video bis zum Ende an. Der Aufbau von Wohlstand kann überwältigend sein, aber es ist immer einfach, Geld für alles auszugeben, was wir wollen. Es erfordert viel Mühe und Zeit, dem Drang zu widerstehen, jeden Wunsch zu erfüllen, der in unseren Köpfen auftaucht. Und noch etwas ist wahr. Egal, wie hart wir arbeiten, es gibt Bereiche in unserem Leben, in denen wir faul sind. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit für einen langfristigen Plan zum Geldverdienen und zur Erhaltung dieses Geldes bietet, hört man plötzlich auf, so fleißig zu sein. Glaub mir. Leute, ich kenne dieses Gefühl. Das Leben funktioniert nicht auf diese Weise. Es ist nur manchmal ätzend. Ich habe ein paar gute Nachrichten für dich. Es ist nicht einfach, aber der Prozess ist auf lange Sicht befriedigender. Die Erfolgschancen sind größer, wenn du früh damit anfängst und dir die nötige Mühe gibst. Ich werde dir einige Leitlinien an die Hand geben, die dir beim Vermögensaufbau helfen werden. Aber denk daran, dass sie nur funktioniert, wenn man Ausdauer hat. Das oberste Prinzip ist, sich zu motivieren. Motivation ist ein Schlüsselprinzip für finanziellen Erfolg. Sie sorgt für den Antrieb und die Entschlossenheit, die für finanziellen Erfolg notwendig sind. Ohne Motivation kann es schwierig sein, die notwendigen Schritte zur Schaffung von Wohlstand zu unternehmen. Motivation entsteht, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, das zu erreichbaren, kleineren Schritten führt. Ziele können zum Beispiel das Sparen für den Kauf eines Hauses oder die Gründung eines eigenen Unternehmens sein. Eine weitere wichtige Eigenschaft, die zur Aufrechterhaltung der Motivation beiträgt, ist eine positive Einstellung. Der Glaube an sich selbst und an die eigene Fähigkeit, erfolgreich zu sein, ist wichtig, wenn man mit Herausforderungen oder Rückschlägen konfrontiert wird. Eine positive Einstellung kann dir helfen, Gelegenheiten zu schaffen, die richtigen Leute anzuziehen und Ablenkungen zu vermeiden. Es ist wichtig, dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und dich nicht von vorübergehenden Rückschlägen ablenken lässt. Kurzfristige Opfer zu bringen, um langfristig etwas zu erreichen, macht letztlich den Unterschied aus, aber das erfordert Disziplin und die Bereitschaft, die erforderliche Ausdauer aufzubringen. Motivation ist der Akt des Handelns, um deine Ziele zu erreichen. Dazu kann es gehören, neue Fähigkeiten zu entwickeln, nach Möglichkeiten zu suchen und auf Gleichgesinnte zuzugehen. Du kannst auch unter entmutigenden Umständen hart arbeiten und ausdauernd sein. Die Aufrechterhaltung der Motivation ist oft ein Grundprinzip des Vermögensaufbaus. Dazu muss man sich klare Ziele setzen, eine positive Einstellung haben, diszipliniert und zielstrebig sein und aktiv sein. Mit diesen Qualitäten im Hinterkopf kann jeder finanziellen Erfolg erzielen und eine bessere Zukunft für sich und seine Angehörigen schaffen. Das zweite Prinzip ist der Zinseszins. Dieses Finanzkonzept hat im Laufe der Zeit vielen Menschen geholfen. Es basiert auf der Vorstellung, dass man, wenn man Geld anlegt, sowohl auf die ursprüngliche Einlage als auch auf die im Laufe der Zeit angelaufenen Zinsen erhält. Ein Beispiel. Du sparst für den Ruhestand und investierst 1.000 Euro zu einem festen Jahreszins von 5%. Im ersten Jahr wäre deine Anlage auf 1.050 Euro angewachsen. Im darauffolgenden Jahr erhältst du 5% Zinsen auf 1.050 Euro, also 52,50 Euro. Zunächst scheint deine Investition nicht so groß zu sein, aber im Laufe der Zeit, wenn du weiter investierst und Zinsen erhältst, wird sie zu etwas größerem werden. Die Macht des Zinseszinses besteht darin, dass er im Laufe der Zeit aus einem kleinen Geldbetrag eine beträchtliche Summe macht.
Du solltest frühzeitig mit langfristigen Investitionen beginnen, um den Zinseszins zu nutzen und in Zukunft über ein beträchtliches Vermögen zu verfügen. Der dritte Grundsatz ist die Diversifizierung. Es ist wichtig, deine Investitionen auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien zu verteilen, damit du nicht alles auf eine Karte setzt. Auf diese Weise werden die Risiken und Chancen ausgeglichen. Geld an verschiedenen Orten anzulegen, wird oft als klügere Option angesehen, als in nur einen Vermögenswert zu investieren. Ich habe zum Beispiel beschlossen, in Aktien, Immobilien und Kryptowährungen zu investieren. Das ist eine brillante Strategie, denn wenn der Aktienwert eines Unternehmens auf dem Markt fällt, kann eine andere Anlage helfen, den Verlust zu mindern. Charlie Munger ist der Meinung, dass eine Diversifizierung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen hinweg das Risiko minimieren kann. Er sagt: Ich denke, ein Teil der Popularität von Berkshire Hathaway ist, dass wir wie Leute aussehen, die einen Trick gefunden haben. Es ist keine Brillanz, sondern nur die Vermeidung von Dummheit. Das vierte Prinzip ist die Genügsamkeit. Genügsamkeit zu praktizieren bedeutet nicht, auf Dinge zu verzichten, die man mag. Man muss nur sicherstellen, dass man seine Prioritäten setzt und verschwenderische Ausgaben vermeidet. Es geht darum, das eigene Ausgabeverhalten zu kennen und zu entscheiden, wo es am nötigsten ist. Manchmal hat man nicht das Gefühl, dass man die Selbstkontrolle hat, um die Ausgaben für Impulskäufe zu stoppen. Aber wenn man einige Änderungen vornimmt, sollte man in der Lage sein, mehr Mittel für seine finanziellen Ziele freizusetzen. Es ist besser, heute keine unnötigen Anschaffungen zu tätigen, damit du den Wohlstand in der Zukunft genießen kannst. Angenommen, du denkst über das Urlaubsangebot nach, das du in einer Anzeige gesehen hast. Es mag dir wie eine tolle Idee erscheinen, bis du über die damit verbundenen Kosten nachdenkst. Selbst erfolgreiche Menschen wie Mark Zuckerberg oder Charlie Munger leben bescheiden und geben weniger aus, als sie sich leisten können. Reichtum ist eine Form der aufgeschobenen Befriedigung. Wenn es dein persönliches Ziel ist, protzig zu leben, geht es dir höchstwahrscheinlich nur um Konsum und die Schaffung von Reichtum ist unmöglich. Sparsamkeit ist ein wirksames Mittel, um seine Ersparnisse zu erhöhen und seine Ausgaben zu senken. Vielleicht möchtest du persönliche Vermögenswerte kaufen, die mit Sicherheit an Wert gewinnen und mehr Einkommen bringen. Genügsamkeit ist wichtig, wenn man versucht, einen nachhaltigen und achtsamen Lebensstil zu führen. Sie lehrt einen, das, was man hat, zu schätzen, der Versuchung zu widerstehen, oft neue Dinge zu kaufen und sogar eine achtsamere Lebenseinstellung zu entwickeln. Es auszuprobieren wäre eine Herausforderung, aber es lohnt sich. Der fünfte Grundsatz ist, rational und diszipliniert zu sein. Rational zu sein bedeutet, dass du nicht zulässt, dass deine Emotionen oder Vorurteile deine Entscheidungen beeinträchtigen. Wenn du emotional bist, kann dein Urteilsvermögen getrübt sein, was zu schlechten Entscheidungen führen kann. Diszipliniert zu sein bedeutet, einen Plan zu verfolgen und sich über einen längeren Zeitraum an Maßnahmen zu halten. Außerdem ist es wichtig, dass du Vertrauen in deine langfristige Strategie hast. Wer Vermögen aufbauen will, muss rational vorgehen und seine Investition langfristig betrachten, um impulsive Entscheidungen aufgrund von Emotionen oder Marktschwankungen zu vermeiden. Du musst bereit sein, zu recherchieren und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, und das ist der Punkt, an dem Disziplin ins Spiel kommt. Sie hilft dir, konzentriert zu bleiben und kostspielige Fehler zu vermeiden. Es ist wichtig, dass du einen Plan aufstellst, der deine zukünftigen Ziele und deine Risikotoleranz berücksichtigt und dass du diesen Plan bei Bedarf anpasst und dich dann langfristig an ihn hältst. Keine halben Sachen machen oder sich nur teilweise engagieren. Bei der Disziplin geht es darum, kreative Wege zu finden, um auf Kurs zu bleiben und sich zu engagieren. Du könntest monetäre Meilensteine setzen, mit denen du dich selbst belohnst, und Leckereien auswählen, die dir Freude bereiten, um deinen Erfolg zu feiern. Es ist möglich, Reichtum aufzubauen und die Reise zu genießen, aber nur, wenn du dir die richtigen Gewohnheiten angewöhnt hast.
Unsere täglichen Gewohnheiten machen den Unterschied für unseren zukünftigen Erfolg aus. Die Aufschieberitis verhindert oft den Erfolg, aber Disziplin kann helfen, sie zu überwinden. Es ist leicht, Pläne aufzuschieben, wenn man denkt, dass man nicht die Kraft dazu hat oder sich sagt, das mache ich morgen. Es ist wichtig, ausdauernd zu sein und seine Verpflichtungen einzuhalten. Es ist wichtig zu wissen, dass Reichtum nicht einfach so im Leben entsteht. Um ihn zu erlangen, muss man hart arbeiten und Disziplin und Rationalität können starke Eigenschaften sein, die man haben muss, um im Laufe der Zeit Wohlstand zu schaffen. Der letzte Grundsatz, über den ich sprechen werde, ist das kontinuierliche Lernen. Wohlstand aufzubauen bedeutet nicht nur kluge Investitionen zu finden oder Geld zu sparen. Man muss das wirtschaftliche Umfeld kennen und in der Lage sein, die Entwicklung vorherzusagen und sich darauf einzustellen, wenn etwas passiert. Einige von uns kennen das Sprichwort, sei offen, um zu lernen, zu verlernen und neu zu lernen. Diejenigen, die das Sprichwort nicht kennen, sollten es nachschlagen. Es ist nie zu spät oder zu früh, sich weiterzubilden. Was man früher wusste, ist nie genug. Wenn man also nicht lernt, seine früheren Schlussfolgerungen ständig zu revidieren und bessere zu ziehen, ist man, ich verwende immer dieselbe Metapher, wie ein Einbeiniger in einem Arschtrittwettbewerb. Wir alle wissen, dass Lernen manchmal eine frustrierende Erfahrung sein kann. Manche mögen die Schule sogar hassen oder der Hass auf das Lernen im Allgemeinen kommt aus diesem Grund. Aber es ist ein notwendiger Teil des Lebens. Wir müssen offener dafür sein, ständig zu lernen und unser eigenes Potenzial auszuschöpfen, auch wenn wir es nicht so oft tun. Jetzt musst du daran arbeiten, wie du dein Geld verwalten und gleichzeitig die dir zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen kannst. Wir befinden uns im Technologiezeitalter. Es ist also eine großartige Zeit für diese Aufgabe. Charlie Munger sagte einmal, ich sehe ständig Menschen aufsteigen, die nicht die klügsten, manchmal nicht einmal die fleißigsten sind, aber sie sind Lernmaschinen. Sie gehen jeden Abend ein bisschen klüger ins Bett, als sie aufgestanden sind und das hilft ungemein vor allem, wenn man einen langen Weg vor sich hat. Hier sind noch zwei weitere Videos von mir, die dich bestimmt auch interessieren. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.